und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2x im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute von Dresden nach Berlin. Und ja, wir haben heute 34 Tonnen geladen und zwar große Eisenrohre. Und ja, da fahren wir jetzt los. Ja, wir haben heute 113 Kilometer vor uns. Und ja, wie gesagt, da fahren wir jetzt los. Aktuell ist es noch ziemlich dunkel, aber es wird jetzt langsam. Ja, hell. Deswegen sollte das auch ganz gut passen. Links halten und dann links abbiegen. So, ja, wir sind wieder mit unserem LKW unterwegs. Mit unserem Volvo. Und ja, wir fahren große Eisenrohre, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe. Genau. So, jetzt hier erstmal wieder eine rote Ampel. So. Und ja, von ETS und von LS gibt es so aktuell nichts Neues, alles beim Alten geblieben. Und ja, sonst gibt es eigentlich auch nicht viel Neues. Genau. So, und ja, wir fahren heute ja wieder ziemlich viel Outbahn. Eben nach Berlin, genau. So. Dann hier dürfen wir jetzt 70 fahren. Schalten mal Fernlicht an, dann seht ihr das mal nochmal. Jetzt sieht man es wenigstens noch, dass es schön leuchtet. Wenn es dann heller ist, dann sieht man es wieder nicht. Aber so schaut's aus. Ach, die Ampel hat perfekt umgeschaltet. Das passt ganz gut. Da vorne ist noch eine Ampel. Die hoffentlich bleibt auch auf grün. Gut. Bleibt auch. Passt. Auch links halten. So, einmal links abbiegen. Links abbiegen. Und ja, ansonsten. Ja, heute schon wieder Samstag. Nach links. Die Hälfte vom Wochenende ist schon wieder rum. Und ja, hinter uns ist sogar wer. Ein Scania. So, dann schauen wir mal. Ja, jetzt ist grün. Dann fahren wir hier einmal rum. Und dann sind wir auch schon wieder auf der Autobahn. So. Ja, und jetzt sind wir gleich wieder auf der Autobahn. Und jetzt fahren wir gerade ja, schon auf die Autobahn. Und man merkt jetzt auch, es wird schon wieder hell. Also, man sieht gleich wieder mehr. So, der überholt uns jetzt oder nicht? Oder was macht der? Bitte links halten. Weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall links rüber. Gucken mal. Was? Der lässt uns eh links rüber, glaube ich. Jetzt, wenn wir auf der Autobahn sind, dann kann er schon überholen. Weil wir fahren ja trotzdem relativ oder langsamer. Weil ja, liegt auch an den Tonnen eben. Weil wir 34 Tonnen geladen haben. Und da ist das Beschleunigen dann doch auch nicht mehr so leicht. So, jetzt hier einmal in Autobahn, Auffahrt, wie gesagt, mal hoch und dann ist es auf jeden Fall sehr entspannt. So. Und hier einmal dann links rüber auf die Autobahn. Und dann kann der jetzt auch überholen. Ja, macht auch. War ja klar. So. Und ja, heute habe ich daran gedacht, heute ist kein Autocounter mehr da. Nicht so wie im letzten Video. Da habe ich irgendwie komplett vergessen. Aber ja, wäre ja jetzt auch nicht so wirklich, genau. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr und unter der Woche bin ich auch noch mindestens einmal live. Jetzt diese Woche war ich
ja, am Dienstag Nachmittag live und am Donnerstagabend, genau. So, jetzt fahren wir auf eine andere Autobahn auf jeden Fall, auf, von der A4 auf die A13. So, Tempomat haben wir wieder drinnen und dann können wir schön entspannt fahren. Jetzt können wir auch gleich mal in meine schöne Außenansicht fahren. Einmal rechts rüber und dann, ja, so schaut das Ganze gespannt von außen aus. Ich finde es auch schön mit den Lichtern, weil der so viel Lichter hat. Muss man sagen, ist schon ein schöner LKW. Ja, also die Lichter mit Fernlicht nochmal. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner LKW. So für ab und zu Schwertransport oder halt eben solche Sachen zu fahren. Ist er wirklich schön. Passt da ganz gut. Weiß auch nicht, wie lange wir den jetzt noch fahren werden. Was hat denn der geladen gehabt? Weil es vorne so hoch war. Genau. Vorne leuchtet alles eigentlich. Gefällt mir gut. So, ja, wie gesagt, Neuigkeiten gibt es keine, weder von E-Test noch von LS. Hm, von mir gibt es jetzt so auch nichts Neues. Ne, gibt es nichts. So, jetzt schauen wir mal. Also jetzt sind wir auf jeden Fall noch auf der A. Jetzt sehe ich gerade nicht, weil wir genau rüber sind. Aber A13. Jetzt, ja, A13, genau. Und dann, ja, fahren wir direkt nach Berlin rein, eben auf der A13. Genau. Und dann sind wir auch schon wieder da. Hier ist schon wieder ziemlich wenig los vom Verkehr her. Jetzt am Dienstag war ich ja live mit ETS nachmittags. Dort bin ich auf Duisburger Allee gefahren. Da war schon einiges los. Zwar nicht so ultra viel wie sonst immer, aber auf jeden Fall schon einiges. Dass es nachmittags war, war da auf jeden Fall schon sehr viel los eigentlich. So, jetzt glaube ich, müssen wir mal ein bisschen abbremsen, weil da die Kurve mit 80 wird ein bisschen sportlich. Hier sind sowieso 60. Selbst 60 ist noch zu viel. Jetzt ist so. Los immer für die Kurve und jetzt kann man wieder beschleunigen. Der fährt auch so irgendeine was fahren denn die? Ja, was ist denn das? Was fahren die? Es kann sein, dass sie irgendwas fahren, weil Truckers MP wird dieses Jahr auch 10 Jahre. Und da habe ich was auf Discord gesehen, das stimmt schon. Da gab es irgendeine Benachrichtigung, dass es vielleicht irgendwas den Auflieger neu gibt oder so, dass man den aktuell fahren kann. Müssen wir mal schauen, vielleicht fährt gleich nochmal wer vorbei, dann schauen wir es uns mal genauer an. Also das könnte ich mir vorstellen, dass jetzt irgendwas mit Truckers MP eben zu tun hat. Jetzt kommen nochmal welche, aber die haben nichts geladen in der Richtung. Der hat das, ne, die haben nichts, okay. Ja, schauen wir einfach mal, vielleicht dann im nächsten Video. Im nächsten Video, denke ich mal, weiß ich dann Bescheid, was die dann fahren oder ob das wirklich von Truckers MP was ist. So eine, ich sag mal, Art Event wird das wieder sein, wo man halt, ja, zum Auflieger fahren kann eben, denke ich mal. Es gibt anscheinend, oder es wird einen Server auch geben, wieder so einen Server ohne Regeln eben. Da kann man dann wieder alles machen. Da war ich ja letztes Jahr schon droben auf dem Server, oder vorletztes Jahr. Und da gab es ja auch so einen Server ohne Regeln eben. Da konnte man alles machen. Das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Das soweit habe ich gelesen, aber ob es wirklich Auflieger gibt, muss ich nochmal nachschauen. Aber so wie es ausschaut, also die Auflieger wären mir jetzt neu gewesen, sagen wir es mal so. Oder besser gesagt, die Ladung wäre mir neu gewesen. Der Auflieger, das war ein Krone-Auflieger, glaube ich. Wobei Krone-Auflieger, das könnte wieder nicht jeder fahren. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach auch nur eine Fracht, wo halt so ausschaut, ich weiß es aber nicht.
Genau. So, jetzt ist es schon wieder schön hell eigentlich. So gefällt es mir doch schon. Also, da ist ein pinker LKW auf jeden Fall. Und jetzt sind wir auch gleich da, glaube ich. Ja, 20 Kilometer jetzt noch. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Heute wieder ein bisschen längeres Video wie sonst immer. Da wir heute ja auch ein paar Kilometer mehr hatten. Genau. So. Ja, das Gespann schaut schon gut aus. Muss man einfach sagen, wie es ist. Hoppala. Wir sind 70, dann bremsen wir einmal ab. Oder lassen uns noch ausrollen, besser gesagt. Ah, ein bisschen bremsen sollten wir trotzdem. Jetzt passt. So, jetzt 70 und dann gleich hier 50 wahrscheinlich. Ja, da 50. Und dann, wie gesagt, sind wir auch schon da. Jetzt sind wir schon mal in Berlin. Dann fahren wir jetzt links rüber. Ne, fahren wir gleich erst links rüber. Immer geradeaus. Immer geradeaus, okay. Jetzt fahren wir schon mal links rüber. Und dann da fahren wir nochmal links. Links halten links. Und dann links ab. Erst links da. So. Nach links ab. Halt der an. Ne, halt nicht an, okay. Dann halten wir halt an. Einmal hier rum. Und dann hier durch. Durch den. Unter der Brücke durch und dann rechts ab in die Firma rein. Und dann haben wir es auch schon wieder für heute geschafft. Also da abbiegen. Jetzt müssen wir bloß wieder in die Außenansicht gehen. Da in die Firma reinzukommen ist immer nicht so leicht. Aber das geht da. Und dann noch einparken. Da steht zwar mehr, aber egal. Ja, dann will ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Euch noch ein schönes restliches Wochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.